Der Schlitter 2000 TVL. Ein extrem seltenes und wertvolles Stück Landtechnikgeschichte. Der Traktor wird heute seine volle Leistung auf den Boden bringen. Gepflügt wird vor den Toren der Firma Fuß in Lutzmannsdorf, eine bayerische Maschinenbaufirma, die selbst einen hochmodernen Traktor herstellt. Der Fußtrack 160 entstand aus der Übernahme der Firma Malli, die sich seinerzeit selbst das Ziel steckte, der inoffizielle Nachfolger von Schlitter zu werden. Neben dem BR rücken weitere zwei extrem seltene Youngtimer an. Ihr Auftrag, den abgeernteten Maisacker zu bestellen. Was den Schlitter besonders macht, ist sein Motor. Das neunfach gelagerte Aggregat holt seine Leistung aus 9,5 Litern Hubraum. Einerseits begeistert die Laufruhe und die Kraft des Motors, auf der anderen Seite aber steht das Problem, dass die gewuchtete Kurbelwelle bei einem Defekt als Spezialanfertigung neu aufgebaut werden muss. Eine extrem kostspielige Reparatur. Genau das ist der Grund, weshalb viele der 277 verkauften Traktoren heute leider kaum mehr im Einsatz stehen.
Die spannenden Geschichten hinter den beiden anderen Youngtimern erzählen wir euch in weiteren Videos. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert jetzt unseren Kanal hier auf YouTube.